Jo, was geht? Ich habe schon wieder ein Paket bekommen. Und ja, in der Dingen sieht man jetzt schon in der Überschrift, was es ist. Aber egal. Also ich hoffe mal, dass es das ist. Wenn es jetzt das nicht ist, dann ist es fail. Aber von der Anschrift her müsste es eigentlich passen. Wir öffnen jetzt das Ganze mal. Ganz professionell mit einem Küchenmesser. Ich hoffe, man versteht mich gut genug hier. Boah, ich hasse das hier an der Seite, das ist immer richtig behindert aufzumachen. So. Geht auf. Es geht auf. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Ist auch auf jeden Fall geil. Wir haben... Ach, hier ist was in der Zeitungspapier drin. In dem Zeitungspapier. In dem Zeitungspapier. Boah, da war jemand Raucher, glaube ich. Puh, ja. Jetzt sieht man was, jetzt sieht man was. Hier schon mal für den Strom, das Ganze. Wie man jetzt sehen kann. Ach Mensch. Da habe ich noch ein Spiel dazu bekommen. Das wollte ich nämlich gar nicht, aber das habe ich irgendwie dazu bekommen. Geile Sache auf jeden Fall, muss ich mir jetzt schon mal nicht kaufen, das ist geil. Da muss man sich noch mal anschreiben, nochmal bedanken dafür. Ein Headset habe ich auch bekommen hier. So ein Billigding, aber egal, es ist besser als nichts, auch wenn ich mein PX22 hab. Aber hier kommt das eigentliche Prachtstück. Schön Xbox 360 in weiß, die fette. Aber egal, stelle ich mal kurz auf den Boden hier. So, was haben wir hier? Eine 320 GB Festplatte für die Xbox. Autofokus. Autofokus funktioniert nicht so gut. Okay. Egal. So. Ja, Strom. Strom hier von dem ganzen Zeug. Gedöns, Stromkabel. Das Headset hatten wir schon. Ein Komponentenkabel. Ja, erkennt man. Ja, das Headset können wir jetzt da rausnehmen und das war's auch schon dazu. Ich verkabel das Ganze jetzt noch an. Ich wollte mich gerade losrennen zur Bank, mir Geld holen für Xbox Live, YouTube an die Haters und so. Das mache ich jetzt auch erstmal. Und ich mache einen Cut und dann geht's weiter gleich. Jo, bis dahin. So, wir befinden uns jetzt hier im Profil-Anzeigemenü von der Xbox 360. Ich habe jetzt alles soweit aufgebaut, habe ein bisschen Zeit gelassen, habe geguckt, wie ich das hier alles aufbaue und sowas. Auf jeden Fall ist jetzt hier mein Gamertag zu sehen, Crying Destiny, mit einer Leertaste einfach dazwischen, wie bei Steam. PSN geht das ja nicht, da ist es ja zusammengeschrieben und ihr könnt mich ab sofort jetzt adden bei Xbox Live. Ich werde dann auch alle annehmen, solange es geht. Ja, da muss ich gleich noch meine ganzen Leute adden. Erstmal aber jetzt noch Games runterladen von Kollegen und so. Ich habe auch noch von einer Person davor noch Spiele auf der Festplatte, Skyrim, Doom, Dust, all was, eigentlich ganz geil. Und ja... Das Video mache ich jetzt direkt online, dann könnt ihr mich adden, wenn ihr mit mir zocken wollt. Und ansonsten hoffe ich, hattet ihr Spaß bei diesem kleinen Unboxing von meiner Xbox 360. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.